Willkommen zurück bei Assassin's Creed Syndicate. Wir sind mit Evie unterwegs und da vorne ist unser Ziel, und zwar der Big Ben. Und zwar müssen wir auf Mr. Bell, quasi auf den Big Ben einmal raufklettern. Ob uns das Ganze einigermaßen ohne Probleme gelingen wird, werden wir natürlich jetzt rausfinden. Und es fängt wieder an zu regnen. Typisches englisches Wetter. Wie die Londoner es nun mal lieben. Gut, wenn man es gewohnt ist, ne? Ich bin nicht so der Regenfreund, aber da müssen wir durch, ne? So, der Big Ben wartet schon auf uns. Ist natürlich in London zu der Zeit eins der höchsten Gebäude. Das heißt, richtig große Ziele, die wir uns setzen könnten, haben wir nicht. Außer vielleicht das Parlament Londons. Da haben sich nochmal einzubrechen, ist natürlich auch nicht so einfach. Und ich weiß auch nicht, ob im 19. Jahrhundert schon die Kronjuwelen dort im Tower of London gesteckt wurden. Immerhin haben wir hier am Big Ben gleichzeitig auch noch einen Ausguck. Das heißt, für uns geht's nach oben. Auf den schnellsten Wege. Haben wir eigentlich unser Werkzeug ausgerüstet, unser neues? Wurfmesser. Das war die Pfeife. Na. Wir klettern jetzt erstmal auf den normalen Weg nach oben. Anscheinend müssen wir noch höher. Sicherungskasten? Okay. Steampaket uninstalliert, ja, sehr schön. Werden wir aber jetzt nicht reinpacken hier. Ja, ich habe übrigens gerade mal kurz geschaut, was es noch so für ein paar Goodies gibt, neben den Season Pass, den ich ja schon habe. Und da gibt es die Steam-Verkleidung für Evie und Jacob. Da ist unser Ziel, die Spitze des Big Bens und einmal bitte synchronisieren. Da haben wir schon wieder einige Sachen. Da hinten ist eine Bierflasche, da ist noch eine Bierflasche. Kopfgeldjagd. Und da hinten müssen wir hin. Und wo ist der Heuhaufen? Ich sehe den zwar nicht, aber ich hoffe, da ist einer. Ach, da ist er. Mit grünem Laub bedeckt. Nun gut. Wir müssen tatsächlich auf die andere Seite. Machen wir einmal auf GTA-Style hier. Jetzt so eine Sternenanzeige hier kommen würde, oder? Fahndungslevel. Bewegung! Ja! Schneller! Na los! Wie eine Wahnsinnige. Und die Gäule reiten tatsächlich weiter. Krass. Sehr schön. Da vorne ist unser Ziel. Mr. Bell. Die Pressefreiheit. Und wieder mal Big Ben und der Tag-Nacht-Wechsel, warum auch immer. Ich finde es ein bisschen nervig. Ach, verdammt. Alec, was ist denn los? Ich empfange hier nichts weiter als überschwängliche Propaganda über Beruhigungssirup in der letzten Folge. Ich schwöre beim lieben Gott. Oh, Mr.
Miss Fry, ich bin so froh, dass Sie mir helfen. Ja, wir fahren jetzt mit Bells Kutsche. Also, Mr. Bell, an welchen Erfindungen arbeiten Sie? Ich habe vor, einen phonetischen Telegrafen zu entwickeln, der nicht nur Punkte und Striche überträgt, sondern die menschliche Stimme. Phonetischer Telegraph? Das klingt aber reichlich kompliziert. Warum nennen Sie es nicht Telefon? Telefon? Wie bizarr. Jedenfalls, wie ich bereits sagte, die Presse ist inzwischen vollkommen abhängig von der Starry Telegraph Company. Und deshalb hat Mr. Green um eine freie Leitung. Ja, und zusätzlich wurden die Leitungen anderer kleiner unabhängiger Firmen sabotiert. Und sie haben keine Möglichkeit, die defekten Sicherungen zu finden, die sich oben auf dem Big Ben befinden. Korrekt. Vor allem, da man einen Passierschein von der Regierung braucht, um die Wachen zu passieren. Die werden kein Problem sein. Ich repariere die Sicherungen. Beim Einbau steht es 30 Meter. Ah, drücken Sie L1, um Hochgebäude zu erklimmen. Drücken Sie an der Kante L1, um per Seilrutsche große Freiräume zu überwinden. An einer Seilrutsche können Sie mit L und R2 Ihre Geschwindigkeit modulieren und Sie für einen Luftattentat über Gegner in Position bringen. Sehr schön. So, die erste Sicherung haben wir vorhin schon beim Ausguck gefunden, die ist da oben drin. Wahrscheinlich werden diesmal Wachen jetzt da oben sein. Adlerauge an? Ne, diesmal sind keine Wachen hier. Sehr schön. Unser erstes Ziel ist dann diese Sicherung. So, dann schauen wir mal auf der Schöne Karte. Aussicht. Ah, so können wir jetzt anvisieren, okay. Unsere Seilrutsche nach unten zum nächsten Ziel. Und die nächste Sicherung, sehr schön. Müssen wir uns natürlich erstmal an das neue Gimmick ein wenig gewöhnen. Mal schauen, das nächste Ziel war jetzt wieder weiter weg, wenn ich das richtig gesehen habe. Alles klar. Dann gehen wir erstmal nach oben. Cool wäre natürlich, wenn ich das auch im Sprung aktivieren könnte. Jetzt machen wir es dahin. Klettern jetzt darauf. Und nach oben mit uns. Also er hat also am rechten Arm ist die Rolle dran, ich verstehe. Und da ist unser letztes Ziel. Jetzt muss man da wieder runter, okay. Dann machen wir das halt so. Und jetzt da wieder rauf. Wollte ich eigentlich. Na gut, dann gehen wir nochmal darüber. Wir bleiben, glaube ich, über den 30 Metern über dem Boden. Das schaffen wir eigentlich. Und jetzt da hoch. Ist natürlich um einiges schneller, trotz allem, als wenn wir jetzt so per Hand hochklettern würden. Tada! Nummer 3.
Das sollte reichen. Und hoch mit dir. Sperrgebiet verlassen heißt es jetzt. Hier haben wir keinen Heuhaufen. Also nehmen wir das Herunterklettern, was ja ein bisschen vereinfacht wurde. Während wir hier gemütlich das Parlament von oben sehen. Dort, wo eigentlich in Wirklichkeit die wahren Entscheidungen getroffen werden. Und wir sind draußen. Und nun heißt es mit Monsieur Bell reden. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel nicht nachgeschaut, was William Bell erfunden hat, aber ich glaube, es war tatsächlich das Telefon. Also nicht nur den Telegrafen, sondern auch das Telefon an sich. War William Bell maßgeblich daran beteiligt. Aber wir haben ihn gleich erreicht und mal schauen, was er denn jetzt zu unserer gelösten Aufgabe sagt. Oder aber direkt die nächste Aufgabe für uns hat, wer weiß das schon. Erfinder sind ja selten zufrieden. Oder schwer zufrieden zu stellen. Nun denn. Mr. Bell, wir haben es geschafft.